Warum tue ich mir das jedes Mal aufs Neue an, wenn sie keiner schaut? Hä? Also meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt etwas Unglaubliches zu berichten. Und zwar, ich bin auf etwas gestoßen. Ich habe es geschafft, unabsichtlicherweise, dass bei Modern Warfare Wände und so weiter durchsichtig sind. Das ist kein Witz. Und wenn das Video genug Aufrufe und so weiter bekommt, dann werde ich sagen, wie das funktioniert. Also ohne Software, ohne irgendetwas. Also wenn ein guter Spieler jetzt eben auf dieses stoßen würde, wie ich es bin, hätte er einen unglaublichen Vorteil. Ah, das hört sich jetzt erst einmal komisch an, aber ich werde es euch einmal zeigen. Wir spielen einmal ein schnelles Hardcore-Spiel und egal welche Map, also ich sehe die Gegner durch die Wände. Nicht durch alle, aber durch viele. Auch durch Türen und so. Also da sieht man es, es steht da Tür öffnen und ich komme nicht durch, weil die Tür ist zu. Aber ich sehe raus, ich sehe draußen, was passiert. Aber also man sieht auch da Grafikfehler bei dem Fenster. Also überall sind jetzt Grafikfehler. Aber die Gegner sind ganz normal sichtbar. So wie den da. Versuchen wir mal durch die... Okay, dann hat sich jemand anders geholt. Mit der richtigen Waffe und Munition, ich kenne mich zu wenig aus, funktioniert es wahrscheinlich, dass man durch die Tür schießen kann. Haben wir geschafft. Also tatsächlich haben wir den jetzt durch die Tür gekillt. Also das ist schon fast Cheaten, aber ich habe das nicht mit Cheats oder so gemacht. Das ist eben das Interessante. Also wir treffen da durch die Tür ab und zu. Man weiß auch, dass ich drinnen bin. Aber es geht jetzt eigentlich nur um das, dass ihr das seht. Dass ich keinen Scheiß rede. Und das funktioniert auch dann mit anderen Dingen, mit Hindernissen, mit Autos und so weiter und Paletten, die herumstehen. Da sieht man es auch wieder jetzt da, die Tür da. Zum Beispiel bei Rust sind diverse Container gar nicht da, beziehungsweise durchsichtig. Die kannst du natürlich wahrscheinlich nicht alle durchschießen. Oder vielleicht mit der richtigen Waffe doch. Das weiß ich eben nicht, wie das genau funktioniert. So, und auch hier Shipment werden wir sehen. Grafikfehler. Meine selbst produzierten Grafikfehler. So, also da sieht man durch den Container durch, da. Jetzt sieht man es toll. Leider haben wir jetzt da keine Feinde, die um die Ecke kommen würden. Da sieht man es. Er sieht uns nicht, aber man hat, also man sieht ihn dahinter. Jetzt werden wir natürlich gleich von hinten erschossen werden. Aber sehr interessant, oder? Also, dass man eben durchsieht. Also, das funktioniert. Und ich glaube, das kann man immer wieder reproduzieren, dass der Fehler auftritt. Ich weiß, glaube ich, wie es geht. Ich glaube, man kann sogar noch mehr daraus machen, dass vielleicht alles durchsichtig ist oder so und dass man nur mal die Feinde sieht. Ich werde es nicht so lassen, es macht mir so keinen Spaß, weil es eben nicht toll aussieht. Aber für die Cheater- und Hacker-Fraktion wäre das, glaube ich, was Interessantes. Ich will das nicht unterstützen, auf keinen Fall. Soll jeder machen, was er will. Ich bin da nicht dabei, ich wollte es euch nur zeigen, dass das auch ohne Software und so weiter geht. Also man kann das auch anders machen. Wie gesagt, kriegt das Video genug Likes und Aufrufe, werde ich sagen, wie das funktioniert. Also, meine Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone.